Auf einem Parkplatz in der Nähe von Dresden nimmt ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen Mann ins Visier. Ist er der Supermarkträuber, nach dem seit Monaten in ganz Deutschland gefahndet wird? Die Autobahnraststätte Dresdner Tor, nordwestlich der sächsischen Landeshauptstadt. Bis hierhin hatte ein Sondereinsatzkommando des Bayerischen Landeskriminalamts den Mann verfolgt. Er soll mindestens 46 Supermärkte in mehreren Bundesländern ausgeraubt und dabei einen Menschen ermordet haben. Tatort Hannover, Stadtteil Stöcken. In dieser Filiale der Supermarktkette Niedrigpreis begeht der Gesuchte seine verhängnisvollste Tat. Eine Überwachungskamera filmt ihn, kurz bevor er an der Kasse den 21-jährigen Brandenburger Joey K. aus dem Leben reißt. Der hat ihn genommen, auf den Fußboden geschmissen und hat ihn einfach abgeknallt. Na klar, ist er immer in meinem Herzen, ne? Aber alleine diese Umarmung, die Wärme und das Lachen und das... Da rutsche ich manchmal für Momente in so einer Verzweiflung. Und da habe ich ganz schön zu kämpfen. Dann, ne? Für die Staatsanwaltschaft Hannover ist klar, dieser Täter muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Natürlich ist es so, dass wir alle versucht haben, mit Hochdruck an diesem Fall zu arbeiten. Es ist ein Mensch zu Tode gekommen, es sind mehrere andere verletzt worden, zum Teil schwer. Und von daher bestand also für uns alle nicht der Druck von außen, aber der Druck von innen, unter dem Motto, diesen Täter wollen wir schnappen. Spätestens Anfang 2014 beginnt in Deutschland eine ganze Serie von Supermarktüberfällen. Die Tatorte liegen jeweils ganz in der Nähe der A2. Am 20. Februar in Hannover-Ricklingen. 4 Tage später in Hamm in Westfalen. Am 17. April in Bottrop. Und schließlich am 12. August 2014 in Burg in Sachsen-Anhalt. Der Rewe-Supermarkt am Konrad-Tack-Ring in der Kreisstadt Burg bei Magdeburg. Der Tatort ist etwa 7 Kilometer von der Bundesautobahn 2 entfernt. Der seinerzeit für die Ermittlungen in diesem Fall zuständige Revierkriminaldienstleiter Jürgen Oswald erinnert sich, wie er den Raubüberfall im August 2014 rekonstruiert hat. Die unbekannte männliche Person hat den Rewe-Markt betreten und hat den Rewe-Markt laut Zeugenaussagen sehr relaxed betreten. Also wie ein normaler Kunde ist das rumgelaufen, hat sich die Waren angeguckt, hat Waren in die Hand genommen. Ist dann auch an ein Regal gegangen, hat sich eine Tafel Schokolade aus dem Regal genommen, ist dann an die Kasse gegangen, hat dies auf den Band gelegt, völlig entspannt. Hat dann, als er bezahlen musste, sein Portemonnaie rausgenommen, hat die Schokolade bezahlt. Als die Kasse geöffnet war, hat er seine Waffe gezogen und hat gesagt, also dass er eben, hat eben das Geld gefordert. Als nicht alles so läuft, wie er das will, schießt der Täter plötzlich an der Kassiererin vorbei in den Supermarkt. Daraufhin hat die Kassiererin die Kasse geöffnet und hat ihm dann mehrere hundert Euro übergeben. Diese 100 Euro hat er übernommen und hat die in eine mitgebrachte Plastiktüte verstaut und hat dann den Rewe-Markt in aller Ruhe verlassen. Der Täter erbeutet 1.264 Euro. Die Kassiererin leidet noch Monate später an Schlafstörungen und Bluthochdruck. Kriminalrat Oswald weiß im Sommer 2014 nicht, dass er nach einem Serienräuber sucht, der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Doch er setzt alles ein, um den Raub in seinem Revier aufzuklären. Wir haben also im ersten Angriff den Hubschrauber angefordert. Einen Hubschrauber, der also den gesamten Bereich abgesucht hat. Wir haben also einen Fährtenhund angefordert, der also versucht hat, die Fährte des Täters aufzunehmen. Wir haben ein subjektives Porträt, ein Täterbild erstellt. Und haben im ersten Angriff den Täter auf frischer Tat nicht stellen können. Noch in der Nacht untersuchen Kriminaltechniker den Tatort.
Im Zuge weiterer Ermittlungen wird auch die im Supermarkt verschossene Patrone gefunden, inklusive eines Fingerabdrucks vom Täter. Kollegen der Bereitschaftspolizei haben dieses Projektil etwa 50 Meter entfernt, Teile des Projektils etwa 50 Meter entfernt vom Kassenbereich in einer Auslage sich gefunden. Hat also ein Regal eingeschlagen und ist dann in einer Auslage stecken geblieben. Das Projektil wird untersucht auf daktyloskopische Spuren und biologische Spuren, also DNA-Spuren. Und wir hatten dann auch eine auswertbare DNA-Spur des Täters. Die Ermittlungen werden intensiviert. Im MDR-Fahndungsmagazin Kripo Live wird der Fall aus Burg vorgestellt. Das sehen mehr als 600.000 Zuschauer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise. Haben Sie den Mann auf diesem Phantombild vielleicht erkannt? Wissen Sie, wo er sich aufhält? Haben Sie vielleicht am Tatort bei dem Supermarkt in Burg etwas Verdächtiges beobachtet? Im Anschluss der Öffentlichkeitsfahndung meldete sich ein Zeuge, der sagt, ich habe mich in der Tatzeit etwa gegen 21.45 Uhr vor dem Rewe-Markt aufgehalten, habe eine Person gesehen, die den Rewe-Markt zu Fuß verlassen hat. Diese Person ist auf ein Fahrrad gestiegen und ist auf einen sogenannten Schleichweg in Richtung Neubaugebiet nach Burg Süd gefahren. Das hätte er gesehen. Lebt der Täter also in dieser Plattenbausiedlung? In einer der fast 1000 Wohnungen? Die Ermittler halten das für möglich und entschließen sich zu einer aufwendigen Maßnahme. In zweier Teams gehen die Beamten von Wohnungstür zu Wohnungstür und suchen nach dem Mann auf dem Phantombild. Die Anwohnerbefragungen dauern mehrere Wochen. Doch der Täter lebt, wie sich später herausstellt, nicht in Sachsen-Anhalt. Während in Burg die Ermittlungen laufen, werden weitere Supermärkte überfallen, immer wieder in der Nähe von Autobahnen. Inzwischen verdichten sich die Hinweise darauf, dass es sich um einen Serientäter handelt. Eine Zeitung nennt ihn das Supermarktphantom. Am 4. Dezember 2014 begeht er sein schwerstes Verbrechen in einem Supermarkt in Hannover. Für die Staatsanwaltschaft Hannover hat sich Oberstaatsanwalt Thomas Klinge mit dem Supermarkträuber und mit seinen Verbrechen beschäftigt. Er ist zunächst als einer der letzten Kunden immer kurz vor Ladenschluss gekommen, hat dann getan, als sei er ein ganz normaler Kunde, ist also im Laden auf und ab gegangen, hat die Umgebung beobachtet, also sind noch andere Kunden da, die ihm gefährlich werden könnten. So geht der Täter auch am 4. Dezember 2014 in Hannover vor. Gegen 19.45 Uhr erfassen ihn die Überwachungskameras. Er ist bewaffnet, wirkt jedoch wie ein normaler Kunde. Zur gleichen Zeit in einer Wohnung in der Nähe. Der 21-jährige Kochlehrling Joey K. verabschiedet sich von seiner Freundin. Er will schnell noch in den Supermarkt, um Mineralwasser zu kaufen. Es ist der Supermarkt, in dem der Täter gerade an die Kasse tritt, um die Kassiererin mit seiner Pistole zu bedrohen. Als Joey K. in den Markt kommt, sieht er die Frau in Gefahr. Ohne zu zögern greift er ein. Der Kunde hat seine mitgebrachte Tasche geschwungen und hat offensichtlich versucht, den Täter damit zu treffen, was dazu geführt hat, dass der Täter dann sofort seine Waffe auf den Kunden gerichtet hat und aus allernächster Nähe zunächst in den Brustbereich geschossen hat und den zweiten Schuss am Kopf aufgesetzt hat. Joey K. hat keine Chance. Bereits der erste Schuss ist für den 21-Jährigen tödlich. Der Tod ihres Sohnes hat Cornelia K. stark verändert.
Die ehemalige Altenpflegerin ist seitdem auf Medikamente angewiesen. Die Tabletten sollen sie vor Depressionen bewahren, schwemmen als Nebenwirkung ihren Körper jedoch regelrecht auf. Die Nachricht von Joys Tod wurde ihr am Morgen nach der Tat von zwei Polizisten überbracht. Wir müssen ihm mitteilen, dass gestern Abend um 8 Uhr Sohn erschossen worden ist. Und ich bin raus und habe stundenlang gekreischt wie eine Irre. Also ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Joys Mut einzugreifen macht ihn für manche zum Helden. Doch das ist kein Trost für Cornelia K. Der ist da einfach nur dazwischen und wollte der Frau helfen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn es so überhaupt gegen Frauen, so diese Gewalt, konnte er überhaupt nicht ab. Da ist der halt dazwischen dann, ne? Und ich denke auch, der wird das nicht gesehen haben, dass da eine Waffe im Spiel gewesen ist. Der Mord erschüttert ganz Deutschland. Am Tatort in Hannover im Stadtteil Stöcken werden Fingerabdrücke und die DNA des Täters gesichert. Beim Abgleich der Spuren mit anderen Fällen wird klar, das Supermarktphantom hat wieder zugeschlagen. Auch die Mordwaffe und die Munition stimmen mit anderen Fällen überein. Mit den Aufnahmen der Überwachungskameras aus Hannover-Stöcken wird jetzt deutschlandweit wegen Mordes gefahndet. Die Ermittlungen leitet die Staatsanwaltschaft Hannover. Wir sind von Beginn an davon ausgegangen, dass wir es hier mit einem ganz besonders rücksichtslosen Täter zu tun hatten, der mit einer scharfen Waffe immer aufgetreten ist, der von dieser Waffe auch in einer ganzen Reihe von Taten rücksichtslos Gebrauch gemacht hat, der nicht nur in die Luft geschossen hat, nicht nur Warnschüsse abgegeben hat, sondern gezielt auf Menschen geschossen hat, um sie zu verletzen oder, wie in dem Fall in Stöcken, sogar zu töten. Supermarktüberfälle aus 6 Bundesländern werden auf Zusammenhänge zum Raubmord in Hannover-Stöcken geprüft. Es ist natürlich erstmal ein sehr großer Aufwand, der betrieben werden muss, wenn verschiedene Bundesländer beteiligt sind. Wir haben diese Arbeit aber aufgenommen. Wir haben dann auch große Hilfe bekommen. Je mehr Aufmerksamkeit dieser Fall, insbesondere nach den tödlichen Schüssen, hatte, desto mehr sind natürlich auch aus anderen Bundesländern Polizeidienststellen auf uns zugekommen und haben gesagt, hier, wir haben jetzt auch einen Überfall auf einen Supermarkt. Könnte der bei euch passen? Täterporträts aus verschiedenen Fahndungen nach Supermarktüberfällen werden verglichen. Dabei fällt auf, die dargestellten Personen ähneln einander. Weitere Ermittlungen beweisen, bei den Porträts handelt es sich um ein und denselben Mann. Und dieser Mann hat bei allen Taten sein Mobiltelefon immer dabei. Die Signale, die er damit sendet, beweisen, dass er immer zur Tatzeit am jeweiligen Tatort war. Es wurden eine ganze Reihe von Beamten eingesetzt, die ganz gezielt nach Übereinstimmungen gesucht haben, auch nach Gemeinsamkeiten, aber auch technische Überprüfungen von zum Beispiel Verbindungsdaten vorgenommen haben, die dann auf einen Täter hingewiesen haben. Eine Mobilfunknummer wird damit zur entscheidenden Spur zum Täter. Die Vorwahl 0048 führt nach Polen. Der Täter heißt Marek K. und wohnt im polnischen Katowice. In etwa 1,5 Jahren hat er auf seinen Touren durch Deutschland einen Menschen getötet, mehrere schwer verletzt und vermutlich 46 Supermärkte ausgeraubt. Erbeutet hat er etwa 30.000 Euro. Als er am 26. Juni 2015 wieder einmal in Deutschland unterwegs ist, wird er festgenommen. Der Zugriff erfolgt an der Autobahnraststätte Dresdner Tor in Sachsen. Bei der Festnahme kann das Sondereinsatzkommando Marek K.'s Tatwaffe sichern. Sie überführt ihn zweifelsfrei als Mörder. Marek K. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest.
Fall 2 ereignet sich im Januar 2013 in München-Obersendling. Die in Bautzen geborene Verlagsangestellte Katrin M. wird im Eingangsbereich ihres Wohnhauses ermordet. Ohne Vorwarnung und mit einem außergewöhnlichen Motiv geht der Täter zu Werke. Katrin M. ist eine zielstrebige, lebenslustige junge Frau. In Bautzen geboren, zieht sie 2009 mit ihrem Lebensgefährten nach Süddeutschland. Sie hat viele Träume und beginnt ein neues Leben in der bayerischen Metropole. Die 31-Jährige geht regelmäßig in ein Fitnessstudio, so auch am 4. Januar 2013. Es wird ihr letzter Besuch dort sein. Die Polizei München hat eine Sonderkommission zur Aufklärung der schrecklichen Tat gegründet. Manfred Heger leitet die Ermittlungen. Für Kripo Live, Tätern auf der Spur, rekonstruiert er den Tathergang. Sie hat an dem Tag einen ganz normalen Arbeitstag hinter sich gebracht, hatte dann um 19 Uhr noch einen Termin im Fitnessstudio. Da war sie so ungefähr eine Stunde im Fitnessstudio, hat es dann irgendwann gegen nach 20 Uhr verlassen und hat sich auf den Nachhauseweg gemacht. Katrin M. benötigt etwa 30 Minuten vom Fitnessstudio bis nach Hause. Dort lebt sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Alexander L. Zur gleichen Zeit spielt ein junger Mann ein Videospiel. Er wohnt in der Nähe von Katrin M.'s Wohnung. In dem Spiel tötet er wahllos Menschen mit einem Messer. Seine Gewaltfantasien werden durch das Spiel noch weiter angeheizt. Schon seit längerem hat er einen teuflischen Plan. An diesem Abend trifft er die Entscheidung, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Mit einem Messer bewaffnet verlässt er gegen 20 Uhr die Wohnung. Katrin M. ist an diesem Abend spät dran. Ihr Ziel, die U-Bahn-Station Eidenbachstraße. Von dort aus sind es zu Fuß noch etwa 7 bis 8 Minuten bis zu ihrer Wohnung. In der Bahn entsteht durch eine Überwachungskamera auch das letzte Foto von Katrin M. Sie hat also die U-Bahn um 10 nach 9 verlassen. Überquerte die Borschitzrieder Straße, ging dann so eine kleine Grünanlage, Hinterhof, einer angrenzenden Wohnanlage durch. Irgendwo zwischen U-Bahn-Station Eidenbachstraße und ihrer Wohnung lauert der Täter der Bautzenerin auf und folgt ihr. Die Frau trug Kopfhörer auf dem Nachhauseweg, war also durchaus abgelenkt in ihrer Wahrnehmung, weshalb sie den Täter gar nicht wahrgenommen hat. Möglicherweise werden die Kopfhörer Katrin M. zum Verhängnis. Ohne sie wäre ihr wahrscheinlich aufgefallen, dass sie verfolgt wird. Sie hat dann etwa 21 Uhr, kurz vor 21 Uhr, ihre Haustür aufgesperrt und betrat den Treppenaufgang, das Treppenhaus. Und hier greift der Täter sie an. Insgesamt 18 Mal sticht der Mann ihr in den Hals und den Oberkörper. Erst als die Messerklinge abbricht, lässt der Täter von Katrin M. ab und flüchtet. Nachbarn hören Geräusche im Treppenhaus. Sie rufen den Hausmeister. Er findet Katrin M. und ist bereit, mit uns zu sprechen, möchte aber nicht erkannt werden. Es lag eine Frau da. Von mir aus zu sehen war, dass schon viel Blut an die Fenster war, an die Wände. Das Ausmaß, was am Ende, wie schlimm es gewesen ist, das habe ich erst alles später gesehen. Als Ingolf Lorenz die junge Frau findet, lebt sie noch. War schon ganz schön grau, schlecht, schlimmes Bild. Der Hausmeister alarmiert die Polizei
und holt Katrin M.'s Lebensgefährten Alexander L. aus der Wohnung im zweiten Stock. Dieser findet seine Lebensgefährtin in einer riesigen Blutlache. Sie atmet noch, doch er kann ihr nicht mehr helfen. Die Frau war noch kurzzeitig eben abwehrfähig, sie konnte noch, war noch handlungsfähig, konnte eben Widerstand leisten. Aber einer der Stiche war dann letztlich tödlich, obwohl es sehr zahlreiche Stiche waren, war letztlich nur einer tödlich und sie hat nur wenige Minuten überlebt. Die Arbeit der Kripo beginnt noch in der Nacht. Die Polizeikriminologen sichern erste Spuren am Tatort. Wir haben dann innerhalb den ersten 10, 15 Tagen weit mehr als 100 Personen als Zeugen vernommen. Das geht dann weiter, dass man eine eventuelle Motivlage hinterfragt, ob sich das bei den Personen auftut. Natürlich auch das Alibi überprüft von diesen Personen. Hier auch bitte um eine Vergleichsprobe, damit man sich auch ausschließen kann. Doch keine dieser Ermittlungen bringt die Polizei zunächst weiter. Bleiben die Blutspuren und das abgebrochene Messer, welche die Ermittler am Tatort finden. Der Täter hinterließ letztlich nur diese abgebrochene Messerklinge, sodass das Tatwerkzeug nicht vollständig war. Für uns natürlich wäre es wichtig gewesen, das Tatwerkzeug vollständig zu haben. Das war dann auch eine der ersten Maßnahmen, die intensive Suche nach dem verbliebenen Messergriff. An Spuren hatten wir dann weiterhin eigentlich nur die Opferbekleidung und eben auch die getragenen Kopfhörer waren noch ein Spurenträger. Ansonsten eigentlich nur das, was das Treppenhaus selber als Tatort hergegeben hat. Wichtigste Spuren sind die Tatwaffe, das Blut an der Klinge und an Teilen des Mantels des Opfers. Die Untersuchung der Blutspuren ergibt, dass neben dem Blut von Katrin M. auch fremde Blutspuren, womöglich vom Täter, zu finden sind. Doch die Spuren können keiner Person zugeordnet werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei geraten ins Stocken. Ein Fallanalytiker wird hinzugezogen. Die Umstände vor Ort und die Umstände der Tatbegehung haben uns zu dem Schluss geführt, dass es hier um eine situative Opferauswahl geht. Der Täter also keinen Bezug zum Opfer wahrscheinlich hatte. Wenn der Täter einen Opferbezug hätte, das heißt Kenntnisse über die Routineverhaltensweisen des Opfers hatte oder wo sie wohnt, dann hätte er andere Tatgelegenheiten entstehen lassen können, vielleicht beeinflussen können, die weniger risikobehaftet für die Tatbegehung gewesen wären. Und das Zweite war, sie war zwar routinemäßig öfters im Fitnessstudio, aber an diesem Abend war nicht vorhersehbar, wann kommt sie denn nach Hause. Motiv des Täters gibt den Ermittlern Rätsel auf. Von der Tatbegehung her, als auch vom Tathergang, hatten wir keine Hinweise darauf, dass irgendwie Geld entnommen worden ist, Geld mitgenommen worden ist, andere Wertgegenstände des Opfers mitgenommen worden sind oder dass sexuelle Handlungen gesetzt worden sind. Das heißt, im ersten Moment war das Motiv für diese Tatbegehung unklar. Nachdem die Spurensicherung den Tatort freigegeben hat, übernimmt Hausmeister Ingolf Lorenz die Reinigung des Tatorts. Ich habe mich dann rangemacht und das Ganze bis 6 Uhr morgens sauber gemacht. Mir lag es auch ganz doll am Herzen, dass die Bewohner, die das alles schon auch mitgekriegt haben und gesehen haben, früh, wenn sie aufstehen, nicht noch mal das Elend sehen. Das war mir sehr wichtig. Die Kriminaltechniker analysieren insgesamt etwa 1200 Spuren, darunter die Messerklinge, die neben der Leiche lag. Es handelt sich um ein handelsübliches Küchenmesser. Im gesamten Wohnviertel sucht die Polizei nach dem fehlenden Messergriff. Wir hatten gehofft, dass er ihn vielleicht in der nahen Umgebung noch entsorgt hatte auf seiner Flucht. Wir haben deshalb intensiv eigentlich jegliche Müllbehältnisse abgesucht in den nächsten Stunden und Tagen. In den weiteren Tagen haben wir sogar 600 Kanaldeckel hochgehoben, um zu gucken, ob er ihn hier entsorgt hat. Das war leider nicht der Fall. Noch immer gibt es keine heiße Spur im Mordfall Katrin M. Mittlerweile sind 2 Monate seit der Tat vergangen. Es geht dem Täter in erster Linie darum, zu töten und nichts anderes zu tun. Keine Kontrolle über das Opfer zu gewinnen. Ich möchte mit dem Opfer nicht sprechen. Ich möchte keine Interaktion mit dem Opfer. Ich möchte nichts weiteres machen, als dieses Opfer zu töten und zu zerstören. Das ist das Vorrangige, was er tut. Die Soko wertet Katrin M.'s Handydaten und ihren Computer aus.
Weiterhin werden etwa 10.000 Handys, welche zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts eingeschaltet waren, überprüft, ohne neue Erkenntnisse. Doch dann meldet sich ein polizeilicher Jugendbeamter bei Chefermittler Manfred Heger. Und so kam der Jugendbeamte auf uns zu und sagt, ich hatte da mal letztes Jahr mit einem Kontakt, der hatte so Gewaltfantasien. Ich traue ihm die Tat zwar nicht zu, aber ich will es euch mal mitteilen. Der wohnt auch nicht weit weg. Der wohnt in unmittelbarer Tatortumgebung. Die Beamten sind skeptisch, doch sie gehen der Spur nach. Der Jugendbeamte und zwei weitere Ermittler statten Marco F., so der Name des Verdächtigen, einen Besuch ab. Der Jugendbeamte und Marco F. kennen sich bereits. Er hat dort unvermittelt den Marco gefragt, ob er sich vorstellen kann, weshalb sie jetzt heute da sind. Und bereits da hat er schon gesagt, wegen dem Mord. Im Gespräch macht der junge Mann noch weitere Andeutungen. Die Ermittler werden hellhörig und beginnen, das Zimmer von Marco F. zu durchsuchen. Und konnten dann relativ rasch hinter so DVD-Boxen abgelegt, mehr oder weniger versteckt, einen Messergriff entdecken, haben den dann auch in Augenschein genommen und haben gesehen, es ist tatsächlich dieser abgebrochene Messergriff. Das fehlende Gegenstück zu der am Tatort gefundenen Messerklinge ist gefunden. Noch in seinem Zimmer legt Marco F. ein erschreckendes Geständnis ab. Er hat dann die Geschichte erzählt, wie sie es zugetragen hat. Und zwar war es so, die familiäre Situation hat sich aus seiner Sicht zugespitzt. Er wollte nicht mehr zu Hause wohnen. Es war nämlich angedacht, dass sie in ein Berufsförderungszentrum kommt, in eine Werkstatt, auch mit Wohngelegenheit. Und das wollte er nicht. Und da kam er auf die Idee, einen Menschen, namentlich sogar eine Frau, zu töten, um an deren Wohnung zu kommen. Er hätte dann ihr den Schlüssel abgenommen, hätte die Leiche in die Wohnung verbracht und wollte dann die Wohnung weiter beziehen und dort wohnen. So war sein Plan. Wir haben zumeist bei diesen Tätern eine Entwicklung, die im Vorfeld stattfindet. Entweder beschäftigen sie sich mit dementsprechendem Videomaterial, mit Gewaltpornografie oder mit Gewaltspielen, oder sie sind anderweitig polizeilich schon mal auffällig geworden. Wir haben dann später bei ihm auch ein Videospiel gefunden, wo so eine ähnliche Thematik eine Rolle spielt, wo ein Killer den Auftrag hat, Leute zu töten, um an die Wohnungsschlüssel und an die Wohnung zu kommen. Und das ist möglicherweise so gewesen, was sich auch bei ihm da festgesetzt hat und das er sich dann gesagt hat, das kann ich auch umsetzen und so komme ich an eine Wohnung. Marco F. wird festgenommen. Doch sein Mordplan war so abwegig, dass Zweifel an seiner Schuldfähigkeit aufkommen. Eine psychiatrische Untersuchung ergibt eine psychische Störung mit schizophrenen Zügen. Im Prozess im Januar 2014 am Amtsgericht in München offenbart sich, dass Marco F. wahllos ein Opfer aussuchte, um es zu töten. Es hätte auch jeden anderen treffen können. Weil er zum Zeitpunkt der Tat gerade 18 war, wird Marco F. nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das Gericht stuft ihn als gefährlich ein und ordnet die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.